Hallo, ich bin's, euer Alex, und willkommen zu einem weiteren Infovideo. Ja, und zwar erstmal vorweg, mein Giveaway, was eigentlich gestern beendet werden soll, hat sich nun verschoben. Also ihr habt nochmal eine Woche Zeit bis nächsten Sonntag, weil aus technischen Problemen ist mein anderer Computer kaputt, denn ich habe ihn im Energiesparmodus heruntergefahren und seitdem fährt er für 5 Sekunden hoch, für 5 Sekunden herunter. Dann fährt er wieder hoch und dann bleibt er an, nur irgendwie ist der Bildschirm schwarz, das heißt, er denkt immer noch, er wäre im Energiesparmodus, denke ich. Ja, ich kann auch nicht ins BIOS, ich gucke gerade, was ich da alles machen kann, aber naja. So, also, wie gesagt, ihr habt noch eine Woche Zeit dafür. So, und jetzt zu Apple nochmal was. Und zwar, manche wissen es ja schon, ich bin Anfang Januar weg. Ende Januar mal sehen. Mein Stiefvater unterschreibt morgen den Arbeitsvertrag und dann steht es fest, dass wir rübergehen nach Amerika und zwar nach Denver. Ja, und da drüben ist ein anderes, nicht Elektrosystem, sondern ja, egal. Jedenfalls kann ich meine Computers nicht mit rübernehmen, deswegen werde ich sie hier verkaufen. Alles, was ich habe. Das heißt, meine PSP, externe Festplatten, Boxen, Maus, Tastaturen. Xbox 360, mein iPhone werde ich auch verkaufen und meine PS3 auch. Ja. Und davon werde ich mir da drüben dann einen iMac holen. Was ist das denn hier? Okay, geil. Ich wollte mir dann den eigentlich 27 Zoll Quadcore mit i7 Prozessor holen. Das heißt, hier mit dem i7 Prozessor und eventuell mit 8 GB. Nur manche haben gesagt, hol dir lieber den 27 Zoll mit Intel und hol dir dafür Boxen und Mikro. Deswegen frage ich euch, sind die Boxen und ist das Mikrofon in einem iMac gut oder schlecht? Schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn sie gut sind beide, hole ich mir den i7 mit 8 GB. Wenn sie schlecht sind, mit Intel. Ja, das war meine Frage eigentlich an euch. Alle, die einen 27 Zoll iMac schon haben, könnten mir dieser bitte beantworten. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich werde gleich meine ersten Tutorials wieder laden. machen auf diesem PC hier. Das ist mein zweiter Computer. Und ja, tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.